Der Berliner AK empfängt Germania Halberstadt im Poststadion. Und alle wollten ihn sehen. Nada Jindawi, den Top-Torjäger des BRK. Zuletzt geschont im Pokal gegen Britz. Sah Jindawi besser aufspielende Halberstädter zu Beginn. 10. Minute, eine Ecke durch Nils Schätzle. Yajima klärt. Korsch wieder auf Schätzle. Der flankt rein. Und da ist David Vogt. Halberstadt führt 1:0 nach 10 Minuten. Der BRK wird eiskalt erwischt. Und der Kapitän David Vogt setzt sich gut durch gegen Ben Florian Meyer, den Bruder von André Meyer. Halberstadt kam besser in die Partie. Doch der BRK zeigte sich unbeeindruckt. Nada Jindawi läuft zur Ecke an. Kurz ausgeführt. Zeynulau sieht den Raum. Und da ist Jindawi. Wie wichtig ist dieser Mann für den BRK? 3 Minuten nach dem 0:1 macht er direkt den Ausgleich. Ein perfekt herausgespieltes Tor nach eigenem Standard. Jindawi schlänzt den Ball ins lange Eck mit der Innenseite und lässt Keeper Tsichos keine Chance. Die Entstehung des Tores noch einmal aus der Sicht von Nada Jindawi. Starker Antritt und ein technisch starker Abschluss. Jindawi bringt den BRK direkt wieder zurück ins Spiel. Bisher eine ausgeglichene Partie. Zeynulau mit dem Fehlpass. Singbeil auf Schätzle. Da ist Korsch, der sich freispielt und aus 25 Metern abzieht. Halberstadt geht wiedermals in Führung. Der dritte Treffer für den Linksaußen von Germania. Korsch mit einem tollen Abschluss, der nicht unhaltbar war für Pascal Kühn. Und dann ist Halbzeitpause im Poststadion. Trotz eines Tores von Nada Jindawi kommt der BRK noch nicht so richtig in Schwung. Doch der BRK kam deutlich besser aus der Kabine. Halberstadt verwaltete nur noch bis in die 79. Minute. Richter auf Jindawi mit einem Dribbling und dem Schuss aus 23 Metern. Und ein paar Worte für Moritz Singbeil. Jindawi sauer, dies hatte eine Vorgeschichte. Aber zunächst noch einmal das Tor. Jindawi lässt hier Jagger aussteigen und zieht ab aus 23 Metern. 2:2 in Minute 79. Die Vorgeschichte hier zu erkennen, ein Rempler von Singbeil und ein paar unschöne Worte entgegen Jindawi. Jindawi nimmt den Ball an, lässt Jagger aussteigen und zieht ab. Und geht direkt Richtung Singbeil und überreicht ihm eine Nachricht in Form eines Tores. Nur 1 Minute später der BRK über Yajima. M'Games auf Jindawi, der lässt klatschen. Yajima, M'Games sieht Michel Ulrich. Der BRK dreht das Spiel. Das Poststadion steht Kopf. 3:2 für den BRK. Michel Ulrich, kurz zuvor eingewechselt. Der Joker sticht. Germania Halberstadt völlig chancenlos in der Schlussviertelstunde. Jindawi mit einem Doppelpass mit Ulrich. Jindawi dribbelt zur Grundlinie, lässt 2 Halberstädter aussteigen und sieht wieder Ulrich. 4:2. Doppelpack für den eingewechselten Michel Ulrich. Der BRK nun eine Klasse besser. Und vor allem durch ihn. Nada Jindawi beim Freistoß.
Dann der Laufweg, Doppelpass, dribbelt zur Grundlinie, lässt Lisowski und Bachmann aussteigen und sieht Ulrich, der sich bei Nader Djindawi bedanken muss für diese Wahnsinnsvorarbeit. Und das sieht auch André Meyer so. Der BRK dreht das Spiel und gewinnt mit 4:2 gegen Germania Halberstadt. Und der Man of the Match, Nader Djindawi, der, wenn er so weiterspielt, bald ein paar Ligen höher spielen könnte. Das für euch, Djindawis. Für mein Perle und für meine kleine Perle. Und für meine kleine Perle, Imani.